Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers Staffel 3. Am Start haben wir wieder unseren Chaos. Da hinten rennt er. Ja. Der mal wieder am Schleppen ist. Zwar der Cargo-Container auf dem Schiff hat noch ein bisschen Ladung drin. Ein bisschen ganz schön viel. Oh. Da haben wir es wohl zu gut gemeint. Macht aber nix. Ja gut, das Uran kann nie schaden, ne? Ja, auf jeden Fall. Da haben wir eine höhere Überlebenschance. So wollen wir ja auch noch nicht so wirklich wissen, wie wir hier von den Planeten auch noch Ressourcen bekommen. Ja. Möglich ist es ja, das wissen wir ja, aber wie und wo und hast du die gesehen, wissen wir noch nicht. Schwierig. Solltet ihr es wissen, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Oder allgemein, wenn ihr hier schon mehr Wissen habt als wir, was jetzt eher mit den Planeten so ist und so, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Die Kommentare werden ja immer gelesen und fast immer beantwortet. Sollte ich mal hinterherkommen, dann gibt es halt mal wieder ein Kommentarbeantwortungsvideo, was ich auch schon mit Chaos zusammen gemacht habe. Energy low. Hey. Nicht gut. Ah. Haben wir hier unsere, zum Glück unsere Medical Station, da kann ich mich direkt wieder auftanken. Jo. Gott sei Dank. Oh, die Base steht ja jetzt zum Glück. Okay, das hat ja nur das Dach fertig. Da wird es früher oder später noch äußere. Alter! Ich wäre jetzt fast gestorben. Oh, was ist denn da jetzt passiert? Siehst du das mit dem Lander? Ja, der bohrt sich irgendwie komischerweise gerade in den Boden. Der spackt gerade sehr stark rum. Das sieht komisch aus. Der hat mir ganz schön Aua gemacht. Ich habe nur 11% Leben. Dann solltest du schnell mal zurückkommen. Das ist nicht gut. Der zittert dort fröhlich vor sich hin. Mhm. Hast du was abgeflext? Nein. Ich habe den Cargo-Container leer gemacht, der noch da drin war. Hab alles ins Inventar gehabt. Gehe aus dem Cargo-Container-Inventar raus. Wo wollte meine Flex ansetzen und Opelz spackte das Ding rum. Okay. Das ist schlecht. Ja, ne? Dann sollten wir ihn jetzt gemeinschaftlich zerlegen. Ja, irgendwie. Pass bloß auf, das Ding ist gemeingefährlich. Nur, ja, das hätte mich auch beinahe getötet. Beim Landeanflug. Deswegen, ich zerlege das jetzt gerne. Ich muss mich erstmal hier heilen. Geht zum Glück schnell an der Medical Station. Ja. Das sieht wirklich bitter aus, wie das zittert. Ah, ne? Das. Wie so eine Rüttelplatte. Yep. Ah, Jetpack wieder keine Energie, ganz vergessen. Es soll ja auch noch es gibt ja hier mehrere Planeten, so wie ich ja weiß, und das soll, glaube ich, auch, wie ich gehört habe, die Schwerkraft auch unterschiedlich sein. Oh, sieht das derbe aus? Sei nur vorsichtig. Kommt das Schiff nämlich in ganze Ecke runter, wenn du den abflext. Wow. Oh, 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 oh. Wow. Was ist denn jetzt? Das Ding hat mich bis hier hoch katapultiert. Alter. Da ganz hinten. Guck, da unten sitzt der Herzsensor. Hab ich gesehen.
Andreas, was machst denn du hier? Sollst du dir arbeiten? Sterben. Steh jetzt auf, hör auf, Siesta zu machen. Sterben? Ja. Ich bin gestorben. Jetzt! Es zittert nicht mehr. Voll. Ich weiß nicht mal, wo meine Leiche liegt. Hier an dem Ding. Ah, okay. BZW, dein Rucksack. Die Leichen verschwinden jetzt und dann liegt nur noch Rucksack da. Finde ich auch ganz cool. Ja. Oh. Chaos? Ich hab Freudensprünge gemacht und ja. Hä? Auf einen neuen Versuch. Auf dem Weg dorthin gestorben. Läuft bei dir. Ja, läuft. Also noch liegt dein Rucksack da. Ich weiß nicht, ob der so schnell despawnt. Bin schon auf dem Weg. Aber diesmal auf normalen Wege, ohne Hydrogenbooster. Läuft bei dir? Das Ding hatte aufgehört zu zittern, wo ich das Landing hier abgemacht habe. Hier liegt dort ein Sackruck. Den gehe ich jetzt mal hier an. Aber irgendwie will ich auch immer wieder das Jetpack anmachen. Ja. Irgendwie macht der Gewohnheit. Oh, das sah gut aus, wie es mich hochgeschleudert hat. Boah. Das hatte was. Aber du hast es wenigstens überlebt. Ich nicht. Ja, vor allen Dingen, damit hätte ich nicht gerechnet, ne? Schwierig, schwierig. Ja. So, das rein und das. Ah. Und los. Beinahe wäre ich wieder tot. Was habt ihr gemacht? Och, ich zerleg gerade das Schiff. Und da jetzt ja die ganzen Komponenten nicht mehr wegschweben, hab mir gedacht, fräst du dich mal so ein bisschen da durch. Ja, hält sich fast erschlagen. Ich hab das Gefühl, wenn du hier rennst und ab und dabei ständig schubst, kommst du schneller voran. Oh. Jetzt bräuchten wir so ein kleines Fahrzeug, wo so ein Dingsbums drauf ist. So ein Flex-Ding? Nein, so ein Behälter. Cargo-Container. Ah, ja. So eine Art LKW, ne? Ja. Das wäre perfekt. Sowas sollten wir hier mal entwickeln. Das wäre cool. Also so Auto-LKW-Dingens halt. Ja. Eingesperrt. Nie ganz. Schiff, das machst du nicht mit mir. Ich flex mir den Weg frei. Oh Mann, wie lange man jetzt für die Wegstrecken immer braucht, das ist schon derbe. Fällt mir was ein? Da müssen wir uns echt mal die nächsten paar Tage mal schlau machen, wie man jetzt neue Schiffe kredenzen muss für die Atmosphäre oder überhaupt mit Fahrzeugen.
Wie man da die jetzt kredenzt. Weil mit Fahrzeugen habe ich gar keine Erfahrung. Mal abwarten. Einfach mal ausprobieren, denke ich mal. Wir haben ja genug Zeit. Ich hatte es mal versucht, mal ein Auto quasi zu bauen, aber das ist mir überhaupt nicht gelungen. Ach ja. Ich werde jetzt mal was ausprobieren. Einfach mal was testen. Genug Material liegt ja hier rum. Noch, ja, noch. Ich weiß ja nicht, was du versuchst und ob es bumm macht und das Material dann weg ist. Nein, um Gottes Willen. Verdammt, liegt hier viel Mist rum. Ja. Kann ich denn ein Teil auf den Boden setzen? Ein Stein? Ja, du musst eine neue Station wählen, oder? Ja, neue Station. Und wie mache ich das? Und du drückst G und wählst rechts neue Station aus. Hast du? Ja. Dann ist ja der Block ziemlich merkwürdig an dem Boden, ne? So schräg, den du dann setzen kannst. Ich glaube, ich habe... Moment. Ich habe gerade was. G. Neues Schiff. Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Ach du Scheiße, liegt hier viel Kladderadatsch. Hast du es hinbekommen? Nein. Irgendwie weht er bei mir immer den Fuß aus beim neuen kleinen Schiff. Normal. Das ist normal. Ach so, okay. Und an diesem Fuß muss ich dann aufbauen, oder was? Genau. Dafür muss ich aber erstmal einen normalen Block setzen. Nee, den Fuß. Ja, aber der bleibt auf dem Boden nicht gerade sitzen. Also will ich neue Station. So, jetzt habe ich den Ding so komisch da. Kleinschiff oder Großschiff wolltest du machen? Kleines Schiff, das wollte ja sowas wie ein Fahrzeug werden. Den Fuß musst du quasi drehen, sodass der gerade ist. Okay. Also hier mit Einfügen, Entfernen, Ende, Position 1, Bild hoch, Bild runter. Da musst du den so ein bisschen drehen, dass der gerade wird. Bisschen komisch gemacht, das mit dem Drehen. Ich brauche da auch manchmal eine ganze Weile, bis ich das so gedreht habe, wie man es braucht. So, haben wir jetzt schon ein paar Eisenbahn, Nickelbahn, Kobaltbahn und Siliziumbahn. Nicht schlecht. Ja, das Werkzeug, was wir ständig immer wieder in der Hand haben, wenn wir spawnen, habe ich gerade mal demontiert. Da kommen halt ganz, ganz gute Ressourcen raus. Ich frage mich, was Chaos da hinten ausheckt schon wieder. Er macht doch wieder Blödsinn. Nein, ich mach keinen Blödsinn.
Sagte er und es knallte. Hab mich nicht, warum ich die Radaufhängung in dem Fahrzeug hier nicht umbauen kann. Oh, das Ding zittert ganz schön. Ja. Das scheint mir so, als ob die Landegiere wieder verbuggt sind. Mal wieder. Also das war ja schon immer das Problem hier. Oh, jetzt ist das Landing Gear weg. Jupp. Warum dieses? Weil die wieder verbuggt sind. Deswegen sprang dieser Lander auch auf einmal hin und her. Das ist ein altbekanntes Problem bei Space Engineers gewesen. Die hatten es mal gefixt und jetzt ist wieder dieser Bug da. Das finde ich witzig. Deshalb hat man dann keine Schiffe mehr mit Landing Gear gebaut. Die Radaufhängung will nicht. So. Lol. Können wir mal reingucken, Ach jetzt. So. Okay. Schwierig. Schnell mal ein bisschen ordnen hier. Das sieht ja echt katastrophal gerade aus. Alter Vater. Chaos, wir haben eine Menge Ressourcen schon zusammen hier. Ich habe das jetzt mal ein bisschen geordnet hier. Jetzt sieht die Liste auch nicht mehr so lang aus. Okay. Oh, fast. Da noch. Okay. Da noch. Jetzt haben wir es doch. Die müsst. Jetzt. Jetzt hat man einen besseren Überblick. Oh, wir haben schon eine Menge Ressourcen zusammen. Eine ganz große Menge. Es ist wieder Tag. Yay! Endlich wieder Dach. Warum? Wir sparen Energie. Kann man jetzt eigentlich bei der Grafik noch was einstellen? Okay, Laubdetails. Bei den Grafikoptionen ist jetzt ein bisschen was Neues dazugekommen. Okay. Laubdistanz.
müssen ein bisschen was an der Engine jetzt geändert haben oder so. Es läuft wesentlich stabiler. Aber irgendwie ist das relativ eigenartig. Was denn? Mit dem Reifen. Irgendwie. Schwierig gemacht, ne? Ja. Komm da noch nicht so ganz drauf klar. Da ist immer das Beste, wenn man sich irgendwie ein Testgelände macht, so wie ich das immer gemacht habe. Ja, wieso? Die Zuschauer können auch ruhig zugucken. Lernen durch Fehler. Schon wieder so ein Meteoritensturm. Es hagelt wieder. Jetzt fehlen mir nur noch Stahlrohr. Okay. Liegt jetzt im Glück rum. Bei dir ist gerade irgendwas explodiert, Chaos. Ja, hier ist was eingeschlagen. Shit. Aber nichts passiert. Ich hab doch jetzt so eine Hydrogenflasche einstecken. Wieso füllt's das Jetpack nicht auf? Verstehe ich nicht. Hier ist ein Rucksack. Da ist sogar was drin. Gleich mal mitgenommen. Ja, das war meiner. Hier haben wir Gestein. Guck ich gleich mal, vielleicht kann man hier was abbauen. Ne, geht auch nicht. Hm. Komisch. Sieht interessant aus. Das ist verkehrt rum. Ja, weiß. Achso, ich werde aber eine Steuerdüse anbauen und werde das dann richtig umstellen damit. Wenn es funktioniert? Ich hoffe es. Ui, aber das werden wir wohl erst in der nächsten Folge sehen. Okay. Wir sind bei... Schon wieder? Überlänge. Schon wieder. 24 Minuten gleich. Oh, oh, oh. Okay. Oh, sorry, Leute. Lass es. ja, ihr kennt es ja nicht anders von mir. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.